So, das hat doch wunderbar geklappt. Haben wir sie eingedämmt, die Dame? Ja, und das war's schon mit der Schlucht, oder wie? Ich fühle mich irgendwie leicht verarscht. Naja, gut, wir haben einiges an Material bekommen. Und vielleicht, wenn wir hier noch ein bisschen Kohle rauseiern, kriegen wir sogar noch ein bisschen Eisen. Vielleicht, vielleicht. Ich will endlich eine Rüstung. Und dann will ich ein Eisenschwert. Dann will ich. Ja, jetzt wünschte ich mir, ich hätte den Crafting Table nicht da hinten stehen lassen. Okay, aber soll uns jetzt nicht die Tagzeit trüben. Das machen wir. Alles einfach so. Raise the Crafting Table, wie ich immer so schön sage. Ah, Entschuldigung. Gegen das Mikrofon geknallt. Ich darf nicht sagen, warum, weil sonst kriege ich wieder Copyright bei Gronkh. Also nicht, dass Gronkh das sagt, sondern dass jemand anders das sagt. Nö, du machst Gronkh. Ja? Er hat nämlich meine Nase gejuckt. Ich merke, die Nase darf nur Gronkh jucken. So, einmal kurz noch die Kohle hier raus und dann sollte das. Nee, ne? Also, das war ja jetzt ein bisschen hinterhältig, ne? Hinterhältig bis zum geht nicht mehr. Ein Schritt zu weit und es hätte ein echtes Problem für mich gegeben. Ziemlich tief da unten, ne? Ich glaube, das ist tief. Sehen wir es positiv. Da ist auch Eisen. Traue mich nur nicht. Ja, was traue ich mich nicht? Darunter zu springen schon mal gar nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Schaf, erschreck mich doch nicht so. So. Haben uns hoch. Tschüss, Lava. Ich muss gleich mal in einem ruhigen Augenblick gucken, wie viel Eisen wir überhaupt haben. Es wird nicht genug sein für eine Rüstung. Ich weiß es, ich weiß es. Aber vielleicht für einen Teil einer Rüstung, der uns schon mal um einiges der Unbesiegbarkeit näher bringen wird. Das könnte sein. Jo. Ich sollte hier nicht zu forsch an die Sache rangehen. Ich erinnere mich noch an die ganzen Fehler, die ich in den ersten Minecraft-Stunden sozusagen gemacht habe. Ja, da kann ich euch mal ein paar Anekdoten erzählen. Also zum Beispiel die erste. Mein erstes Minecraft-Erlebnis war sehr kurz. Also ich hatte gerade mir die Testversion von Minecraft runtergeladen. Also die, wo man so ein paar Minuten spielen kann und dann ist, ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Und dann ist Feierabend. Und ja, war ganz froh. Also ich hatte vorher von Minecraft nicht viel gehalten. Können wir auch nochmal irgendwann drüber reden. Ich dachte so, was für ein blödes Pixelspiel. Was kann daran schon interessant sein? Damals in einem Forum, in dem ich heute noch sehr oft bin, waren die Leute ganz aus dem Häuschen über Minecraft und so weiter. Ah, oh, toll, Minecraft und so weiter. Und ich so, ne? Solche Grafik, die hätten wir nicht mal auf dem Amiga irgendwie akzeptiert. Und ja, also ich war ziemlich großschnauzig gegenüber den Leuten, die halt Minecraft geil fanden. So, ne? Aber dann habe ich mich halt doch mal drauf eingelassen, weil einige Leute gesagt haben, so, Kollege, du hast ja gar keine Ahnung, spiel's doch mal an. Es gibt da eine kostenlose Testversion. Ich wollte mal kurz gucken, was viel Eisen wir haben. 22? Geil, warte mal. Also, und dann habe ich mir diese Testversion geholt. Und ja, ich hatte natürlich schon mal vorher ein Let's Play von Gronkh gesehen. Das habe ich ihn wieder erwähnt. Ich sollte das nicht machen. Ich fand das eigentlich ganz toll, was er da machte und so weiter. Ich glaube, der gute Mann hat Mojang so viel Kunden eingebracht wie sonst kein anderer Mensch auf dem gesamten Planeten. Und naja, auf jeden Fall, ich hatte mir das Let's Play angeschaut und war sehr angetan davon. Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Aber die Gier treibt mich da rein.
Naja, dann habe ich mir halt diese Testversion runtergeladen und ja, hatte dann so meine erste Welt kreiert und es hatte noch gar nichts getan und kam dann auf die glorreiche Idee, von einer Seite des Flusses auf die andere Seite des Flusses kommen zu wollen. Hatte aber nicht die geringste Ahnung, wie man schwimmt. Und ratet, was passiert ist. Ich bin ertrunken. Jawohl, meine erste Minecraft-Erfahrung war zu ertrinken. Ja, danach war ich einigermaßen angepieselt, weil ich dachte so, wie kann das passieren? So kurz erst gespielt und so weiter. Ich wusste ja damals nicht, wie erbarmungslos Minecraft sein kann. Und ja, war einfach ertrunken. Ich muss allerdings sagen, später dann, als ich ein bisschen weiter gespielt hatte und dann auch rausgefunden hatte, wie man schwimmt, da war ich sehr, sehr traurig, dass dann diese Testzeit vorbei war. Und ich hatte damals, wie immer, nicht besonders viel Geld, konnte mir also die Vollversion zu dem Zeitpunkt nicht so unbedingt erlauben, da solche Leute gibt's. Und ja, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann irgendwie genug Geld auf dem PayPal hatte, mit meiner Musik verdient, so dass ich mir dann Minecraft leisten konnte. Eine Vollversion. Und ja. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Oh, was ich alles in diesem Spiel erlebt habe. Höhen und Tiefen. Oh, guck mal, was da unten ist. Hey! Hallo, ihr komischen Dinger. Ihr kommt doch wohl hoffentlich nicht hier hoch. Ihr könnt doch wohl hoffentlich nicht. Wie oft habe ich das schon gesagt? Nö, ich glaube, die können nicht. Ja, ist ja gut. Ist übrigens auch Copyright bei Gronkh. Ich habe Angst, dass die irgendwie hier doch hochkommen. Oh, ach so, das ist dieses Geräusch, das sagt, dass hier ganz böse große Höhle in der Nähe ist. Gut. Ja, und Lava hat auch große... Habe ich auch große Abenteuer miterlebt. Zum Beispiel, ja, dass ich zum Beispiel eine Decke weggegraben habe von der Höhle, weil da war ja so schönes Eisen drinne. Und dann kam auf einmal ein Lavastrom von oben. Und ich schaffte es irgendwie nicht, aus dem Weg zu springen. Und ja, das war's dann auch wieder. Boah, Alter, so viel Eisen hier. Meine Gier lässt sich nicht stillen. Aber guckt mal, haben wir schon mal ganz gut ausgeleuchtet hier. So. Oh, Alter, das ist so viel Eisen. Das ist cool. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ja, jetzt haben wir die Rüstung auf jeden Fall und auch das Schwert. So. Now the game can start. Ne, auch lustig war mal, als ich es irgendwie schaffte, in Lava zu verbrennen. Und dann habe ich versucht, zweimal meine Klamotten zu retten und bin zweimal, bis dann zum Schluss nichts mehr übrig war von dem Kram, den ich hatte, in der Lava verbrannt. Das gab es auch mal. Es gab aber auch glorreiche Momente, wie zum Beispiel, dass ich irgendwie tierisch weit gereist bin und dann in einem Wüstentempel, da war ich so dämlich. Ich war in Sicherheit, aber das hat sicherlich von euch auch schon so mancher gemacht. Mal einfach irgendwie so aus einer sicheren Base einfach mal so rausgelatscht oder rausgesprungen und sich gedacht, ach, mit den Monstern, da kann ich schon aufnehmen, und dann irgendwie von zwei, drei Zombies gecornert und dann noch so ein Mini-Zombie dazu und dann war Ende. Ja, ich denke mal, da kann so mancher mitfühlen. Ja, und da ist es mir passiert, dass ich halt ganz weit von zu Hause weg war. Irgendwie, was soll ich sagen, 8000 Blöcke oder so.
und hatte wirklich alles verloren. Eine ganze Menge Kram, den ich auch auf dem Weg gesammelt habe, weil ich bin irgendwie Abenteuern gegangen und habe irgendwie zwei Wüstentempel ausgeraubt und in einem der Wüstentempel dann am Ende hatte ich meine Base aufgebaut und dort diesen dummen Fehler gemacht. Ja, und dann bin ich dort halt gestorben und war völlig frustriert. Hab dann erstmal, ja, für den Tag aufgehört zu spielen und gedacht so von wegen, na, scheiß Spiel. Und am nächsten Tag habe ich mich daran erinnert, dass es ja diese Sache gibt, dass wenn man also weit von dem Ort entfernt war, wo man halt gestorben ist, also mehrere Chunks und so weiter, der Chunk lädt ja erst dann wieder, wenn man dran ist, also nah dran ist, und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, und dann müssen 5 Minuten vergehen, ehe das Zeug despawnt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die 8000 Felder zu rennen, den Ort wieder zu finden, wo es mich zerlegt hat, und dann zielsicher den Wüstentempel wieder zu finden und mir meine Klamotten wieder zu holen. Und zwar alles. Also es ist kein Stück verloren gegangen. Das war ein Triumph, muss ich wirklich sagen. Das hat gut getan. Ja, oder in eine tiefe Schlucht zu fallen und man guckt sich um und sieht, boah, Minenschacht, geile Sache. Ja, das ist fein. So, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel hier abbauen, weil ich möchte eigentlich meine Rüstung machen und mich erstmal vernünftig ausrüsten. Ehe noch wirklich was passiert. Der Zombie rührt mir hier ins Ohr, das ist unglaublich. Ja, so Anekdoten über Minecraft hat wahrscheinlich jeder von uns einiges zu erzählen. Wow! Hast du das mitgekriegt? Dieser verkackte Skeletor hat versucht, mir in den Pöter zu schießen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Besser gesagt, wir verziehen uns jetzt, weil ohne Rüstung mit denen nicht gut Kirschen essen. Warum sagt man eigentlich nicht gut Kirschen essen? Ich verstehe das gar nicht. Woher kommt diese Redensart? So. Hier einmal hoch und da ist unser Ofen mit dem schönen geschmolzenen Eisen drin. Kriegen wir auch gleich mal erstmal ein bisschen Leveling. So. 21 Minuten seit der Pause schon wieder vergangen. Und wir setzen hier mal den Crafting Table hin. Denn ab jetzt sind wir nicht mehr unbedingt verletzlich. Ab jetzt wird zurückgeschossen. So, eine Brustplatte, ein Helmchen, ein paar Hosen. Kriegen wir die Hosen noch hin? Boah, scharf. Das schreckt mich doch nicht so. Ja, die Hosen kriegen wir auch noch hin. Nur die Stiefel kriegen wir nicht mehr. Okay. Equipment, übrigens, das bin ich. So. Und, ja. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Da haben wir schon wieder ein bisschen was. Können wir den Kram auch machen. 2 von denen. Ich wundere mich ja immer, dass ich die ganzen Crafting-Rezepte... Naja, irgendwann hat man sie im Kopf. Irgendwann hat man alles im Kopf. Oder auch nichts. So, jetzt noch... Ich sag ja, mein Mauspad ist auch irgendwie marode. Das ist nicht mehr gerade für Präzisionsarbeit geeignet. So, da brät noch was. Ich baue mal den Crafting Table ab. So, Öfchen werden wir fertig. Währenddessen können wir ja noch ein bisschen Birken hauen hier. Damit auch mal die peinliche Holzaxt weggeht. Das finde ich ja immer so demütigend, wenn man stirbt und man hat so ganz und gar nichts mehr. Und dann muss man mit irgendwie nach Bazillionen von Jahren, die man in Minecraft verbracht hat, muss man dann wieder mit Holzkram durch die Gegend laufen. Das ist immer so humbling down, also es ist immer so demütigend.
So. Da ist auch noch Knödel hingeflogen aus irgendeinem Grund. Das dauert. Aber ich bin froh drüber. Wir haben Eisen bis zum Abwinken. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt wäre eigentlich nur noch ein Bogen geil. Der Bogen ist eigentlich für mich immer so die Sache, wo ich sage, yeah, jetzt, you made it, you made it. Du Made. Nee, du hast es geschafft. Alter, du hast es geschafft. Aber Eisen ist eigentlich auch schon so eine Sache, die hat den gleichen Effekt. So. Ist jetzt fertig oder was? Ah, immer noch. Ja, noch ein bisschen mehr Holz hacken. Ich will eigentlich nicht so weit vom Ofen weg. Hey! Brauch ein bisschen Fleisch. Wow. So. Kann nicht schaden. Und ein bisschen Leder haben wir auch noch gekriegt. Ich bin ja eigentlich mehr so der Minecraft-Veganer. Ich mag auch gerne halt Sachen pflanzen eher und ernten, anstatt dort halt die Fauna zu dezimieren. Aber wat mut dat mut, ne? Okay, wir könnten jetzt den Dorfbewohnern da drüben ihr Getreide klauen und oder uns selber welches pflanzen. Machen wir natürlich später, klaro. Das ist Ehrensache. Ehrensache, versteht ihr? Nein, deine Witze sind nicht witzig. So. By the way, wer es nicht weiß, mein bürgerlicher Name ist... Scheiße, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Nein, das ist nicht mein bürgerlicher Name. Mein bürgerlicher Name ist Jürgen. Ja, ich weiß. Jürgen. Da möchte ich am liebsten einige Leute für würgen, wenn sie das sagen. Aber Freunde nennen mich Sonny und deswegen, ihr dürft mich Sonny nennen, da ich annehme, dass ihr Freunde seid, wenn ihr das hier guckt. Und wenn ihr nicht meckert, dann seid ihr noch viel größere Freund. Schön. Lass mal pennen gehen hier. Sobald wir eine Hütte haben, von der wir aus ein bisschen Randale machen können, werden wir auch Randale machen. So, ich hatte was gesehen. Ach nee, warte mal. Wir sollten hier nicht so einfach aufbrechen, denn ihr habt ja gesehen, mein Inventar ist voll. Habt ihr nicht gesehen? Ach, schön. So. Diese Buntsteine, wirklich, ich kenne nichts Nutzloseres. Aber manchmal bekommt man sie halt, muss man mit leben. Das Leder bleibt hier, der Setzling bleibt auch hier. Das Zuckerrohr, ja, Zuckerrohr. Das können wir gut gebrauchen. Ich mache noch mal kurz Folgendes. Hätte ich eigentlich... Alter. Ja, ich habe übrigens noch ein kleines Problem. Ich muss mich gerade auf eine alte Tastatur zurückgewöhnen. Da meine gute Sharkoon Skiller Pro gestern den Geist aufgegeben hat, ausgerechnet gestern, am Tag, bevor ich das Let's Play anfange, gibt meine Tastatur, meine gute Gamer-Tastatur den Geist auf. Und zwar nicht irgendwie, weil ich Cola reingekippt habe oder so, oder weil sie zu dreckig ist, was man eigentlich von mir hätte erwarten können. Nee, ist wohl gebrochenes Kabel. Weil wenn ich die A-Taste drücke zum Beispiel, bekomme ich ein Backspace. Und das ist ein ganz klares Zeichen für einen Kontaktfehler oder Datenübermittlungsfehler. Und das ist eigentlich eher was, das passiert... Wir können eigentlich das Eisen noch mit rausnehmen. Das ist eigentlich was passiert. Haltet doch mal das Maul. Was passiert, wenn ein Kabel kaputt ist? Kenne ich so. Bin ja alter Hardware-Schrauber, insofern ist mir sowas nicht fremd. Was ich gerne machen würde... Ja, also ich würde mir erstmal auch noch gerne... Ja, jetzt wird so mancher sagen, dann bau dir doch jetzt eine Axt aus Eisen. Nein, solange ich kein 64er Eisen habe, werde ich mir keine Axt aus Eisen bauen. Seid ihr verrückt? Ich weiß nicht, wann ich das nächste Eisen bekommen werde. Aber eine Axt brauche ich auf jeden Fall.
So, ich weiß, ich werde es bereuen, aber den Ofen lasse ich erstmal hier. Und das Eisen erstmal auch. Falls uns irgendwas Böses auf dem Weg passiert, will ich nicht, dass das ganze Eisen verloren geht.